Hallo, ich stelle mich vielleicht noch mal kurz vor für die, die mich nicht kennen. Ich bin Monique und habe vor ungefähr 15 Jahren Freifunknet mitbegründet und bin außerdem Gründungsmitglied und aktuelles Mitglied im Vorstand des Fördervereins Freinetz e.V. Und ich möchte heute mit euch über Internetzugang ist ein Menschenrecht reden. Ich glaube, ich muss euch allerdings nicht davon überzeugen, dass das so ist, sondern das Ziel des Vortrags ist eher, euch ein bisschen Argumentationshilfe an die Hand zu geben, falls ihr demnächst mal wieder mit in die Verlegenheit kommt, mit Menschen darüber zu diskutieren, mit der Politik oder Betreibern von geflüchteten Unterkünften oder wie auch immer. Genau, vielleicht kennt ihr den ja, das ist der Nicolas Negroponte, der schon 2000 festgestellt hat, dass das Internet und der Zugang dazu Technologie erfordert, die überwiegend von Unternehmen bereitgestellt wird, die voraussichtlich nicht bereit sein werden, diesen kostenlos allen zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir vermeiden wollen, dass sich so eine digitale Kluft ergibt und eine digitale Unterklasse entwickelt, dann müssten wir sowas wie den Internetzugang oder den Zugang zu Netzwerken als Menschenrecht annehmen und definieren. Er hat zum Beispiel auch dieses Projekt gestartet, er hat es da in der Hand, One Laptop per Child, das war die Idee, oder $100 Laptop hieß das auch, möglichst günstig, einfache Laptops mit WLAN-Access herzustellen und die in Ländern wie Indien Kindern zu Bildungszwecken zur Verfügung zu stellen. Genau, also im Grunde genommen brauchen wir gar nicht mehr uns die Frage zu stellen, ob das wirklich so ist mit dem Menschenrecht, denn tatsächlich hat sowohl der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen das mehrfach bestätigt, als auch beispielsweise der Europarat gesagt, dass das Recht auf Internetzugang eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir unsere Grundrechte oder auch Menschenrechte wahrnehmen können. Vor allen Dingen geht es dabei um das Thema Kommunikations- und Meinungsfreiheit, so eben auch im UN-Bericht des Sonderberichterstatters 2011 oder auch im Völkerrecht finden wir dieses Thema, dass es ohne Zugang zu Kommunikationsmedien auch keine freie Meinungsäußerung geben kann. Wenn wir mal in die deutsche Verfassung gucken, dann haben wir neben der Meinungsfreiheit eben auch die Informationsfreiheit oder das Grundrecht auf soziale Teilhabe, das Petitionsrecht. Wenn wir daran denken, dass heute E-Petitionen im Bundestag eben möglich sind, muss ich natürlich erstmal über den Zugang dazu haben, um dort eine Petition einzureichen oder auch dafür zu stimmen. Sogar das allgemeine Persönlichkeitsrecht als auch, und das ist ja Absatz 1, das menschenwürdige Existenzminimum sind auch in Deutschland schon vom Bundesverfassungsgericht und auch vom Bundesgerichtshof gab es schon Entscheidungen, die eben besagen, dass Internetzugang als Grundvoraussetzung angesehen werden kann und insofern zur Daseinsvorsorge eigentlich gehört. Nur leider ist es tatsächlich von der heutigen politischen Realität leider total weit entfernt, wie wir alle wissen. Wir haben ja in der digitalen Agenda steht ja der marktgetriebene Ausbau und jetzt kommen wir genau in dieses Dilemma, dass eben der Markt nicht unbedingt für alle sorgt. Als Freifunkerin ist mir besonders wichtig, auch in dem Zusammenhang das Recht auf Bildung, welches eben ein eigenständiges Menschenrecht darstellt und auch in der Genfer Flüchtlingskonvention ist dieses Recht, ich habe es hier nochmal rausgesucht, der menschliche Anspruch auf den freien Zugang zu Bildung und auf Chancengleichheit sowie das Schulrecht verankert und auch in der Kinderrechtskonvention. Und genau diese ganzen Entscheidungen oder diese ganzen Verankerungen sollen euch eigentlich in den Diskussionen sozusagen im Zweifel helfen zu sagen, im Grunde genommen brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren, ob oder warum die das brauchen, weil das ist im Grunde genommen schon geklärt. Was ist jetzt Freifunk dabei? Freifunk ist natürlich viel, viel mehr als nur der kostenlose Internetzugang. Freifunk stellt ja eine eigenständige Infrastruktur dar,
Jeder, der so einen Knoten aufstellt, wird sozusagen Teil, stellt diesen der Allgemeinheit oder der Gemeinschaft zur Verfügung als Teil der Infrastruktur. Und durch diese Mesh-Technologie kann eben jeder einen weiteren Knoten dazustellen und insofern diese unabhängige Infrastruktur erweitern. In der kann man dann zum Beispiel Internetanschluss teilen, indem man an so einem Knoten eben einen Internetanschluss reinsteckt oder auch an verschiedenen Stellen. Und je mehr Internetzugang dort eingespeist wird, desto mehr Bandbreite steht auch im Netz zur Verfügung, denn die verteilt sich dann über die verschiedenen Nodes. Die Qualität ist dann immer abhängig von den Distanzen oder auch von der Anzahl der Punkte, der Sprungpunkte sozusagen bis zum nächsten Internetzugang. Und die Freifunker teilen ja darüber hinaus das nicht nur innerhalb dieser unabhängigen Infrastruktur, sondern stellen das auch noch public zur Verfügung, indem sie Zugangspunkte öffentlich mit WLAN anbieten und dann eben dort den Zugang zum Freifunknetz und auch zum dort vorhandenen geteilten Internet eben bereitstellen. Was verstehen wir denn jetzt genau unter eben frei? Also erstmal kann jeder mitmachen und das ist anonym zugänglich. Jeder kann das erstmal nutzen und es öffentlich zur Verfügung gestellt. Frei heißt aber vor allen Dingen eben auch freiheitlich im Sinne von, es ist nicht zensiert und es ist keiner Geschäftsstrategie unterworfen. Es ist uns ganz wichtig, Machtkonzentrationen entgegenzuwirken. Das heißt, das Ganze auch nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch möglichst dezentral und möglichst hierarchiefrei aufzustellen. Und das Ganze befindet sich eben im Besitz einer Gemeinschaft. Insofern, als dass eben jeder seinen kleinen Teil, beispielsweise seinen Router, seinen Internetanschluss da hineingibt. Und wenn wir das alle tun, dann haben wir irgendwann ein schönes, großes Ganzes. Genau. Und warum das wichtig ist, habe ich eben schon gesagt. Uns geht es eben vor allen Dingen auch um diese Überbrückung der digitalen Kluft. Und dazu gehört eben nicht nur jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich stelle dir jetzt hier so einen Router hin und dann ist da das Internet frei, sondern ganz, ganz wichtig ist dabei auch der Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe und der Ermächtigung. Also sprich, wenn ich so einen Router mal selber geflasht habe, auch wenn ich technisch vielleicht nicht so versiert bin und das aber anhand so einer Schritt-für-Schritt-Anleitung hingekriegt habe, dann ist das ein total tolles Erfolgserlebnis für Leute. Also, und nebenbei haben sie noch gelernt, was diese Einstellungen möglicherweise in ihrem Router bedeuten. Und das ist schon auch einfach eine Form von Technikkompetenzvermittlung. Und gerade in Schulprojekten merken wir auch, dass dann sehr schnell Diskussionen entstehen mit den Schülern, die das dann vielleicht gemacht haben. Ja, aber wie ist denn das jetzt mit dem Blockieren oder möglicherweise mit Jugendschutz? Und man ist dann auch sehr, sehr schnell in Medienkompetenzthemen, im Thema Datenschutz, Security-Verschlüsselung. Und es ist halt auch ein schöner Anlass, sozusagen sich weiter über diese Themen zu unterhalten und auch zu vermitteln, dass es schon sehr entscheidend ist, wem das Netz gehört und wer eben die Regeln in diesem Netz macht. Genau, ich habe es eben auch schon gesagt, es gibt eben halt dünn besiedelte Gebiete, diese sogenannten Areas of Market Failure, die haben wir in Deutschland auch zu Genüge, gerade auch im flachen Land kriegt man eben kein breitbandiges Internet und die Unternehmen sagen dann halt, ach naja, da wohnen so wenig Leute, das lohnt sich nicht dahin auszubauen, da ist nicht wirklich ein Geschäftsfall dahinter, ja und dann gibt's es da erstmal nicht. Genauso ist es mit dem das Public Wi-Fi als Geschäftsmodell funktioniert halt vielleicht an so Orten wie im Flughafen, wo dann möglicherweise sehr, sehr viele Menschen sind und sehr, sehr viele Menschen mit Geld auch sind, die dann bereit sind für eine Stunde Internet-Access auch 5 Euro hinzulegen. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Menschen, die sich das einfach nicht leisten können und vor allen Dingen diese, was häufig in den Medien erwähnt wird, diese flächendeckende Public Wi-Fi, das ist in dem Sinne, da wird man kein passendes Geschäftsmodell finden, mit dem das funktioniert. Auch diese ganzen Werbegeschichten funktionieren im Grunde genommen nicht, denn auch da hängt ja eine Menge Arbeit dran. Man muss diese Werbeplätze dann erstmal vermarkten, an den Mann bekommen. Die Preise für Online-Werbung sind eigentlich gar nicht so hoch. Also da gab es ja schon diverse Versuche von Providern. Also so richtig funktioniert das nicht. Freifunker machen das ja im Ehrenamt und so können wir heute, ich habe gerade heute noch mal geguckt, weil sich das ständig verändert, aktuell sind wir in ungefähr 300 Orten und haben über 33.000 Zugänge zum Freifunknetz im deutschsprachigen Raum. Diese Gruppen bilden sich dezentral und erstmal unabhängig von irgendwelchen, also es gibt jetzt nicht unbedingt Dachverbände oder so etwas und es gibt auch
auch ist die Vereinsmitgliedschaft oder die Gründung eines Vereins keineswegs Voraussetzung jetzt, um Freifunk zu machen. Das geht, kann einfach auf Freifunknet gehen und sich ein bisschen informieren und einfach mitmachen. Ja, das ganze Thema mit der Flüchtlingshilfe stellt sich eigentlich so dar. Ich will noch kurz historischen Abriss geben. 2012 fing das an, dass es dieses Protestcamp, also diesen Protestmarsch und dieses Protestcamp auf dem Oranienplatz in Berlin gab. Und da haben erste Aktivisten dieses Protestcamp vernetzt, damit die Aktivisten vor Ort eben auch eben das Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen konnten und eben auch publizieren konnten, was sie zu sagen haben und auch sich informieren konnten, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, politischer Natur. In Hamburg sind im Jahr danach ungefähr 70 Lampedusa-Flüchtlinge quasi gestrandet. Und zwar sind die im Kirchenasyl untergekommen. Und zu dem Zeitpunkt hat tatsächlich die Hamburger Polizei schon sehr strenge Kontrollen auf den Straßen durchgeführt und Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert und dann eben im Zweifel, wenn sie keinen Status hatten, sehr schnell mitgenommen und abgeschoben. Und deswegen konnten diese Geflüchteten auch dieses Kirchenasyl, dieses Kirchengelände kaum verlassen zu dem Zeitpunkt. Sie waren im Prinzip isoliert und abgeschnitten von der Außenwelt. Und dort hat beispielsweise der Küster und nebendran das evangelische Jugendheim haben dann ihren Internetanschluss eben auch geteilt. Und wir haben dann einfach mit Richtfunkantennen in das Kirchenschiff, wo diese Flüchtlinge untergebracht waren, dann eben reingefunkt. Und die haben sich dann total gefreut, dass sie die afrikanische Fußballliga mitverfolgen konnten. Und das war sehr, sehr schön. Daraufhin haben wir dann auf Freifunknet gemeinsam mit den Communities, die da schon aktiv waren, Artikel verfasst. Es gab zu dieser Zeit diese Pegida-Diskussion und dann habe ich mich so gefragt, na ja, vielleicht lieber für irgendwas als gegen irgendwas sein. Daher auch der Titel, lieber für Menschen als gegen irgendwas. Und haben dort gemeinsam in einem Pad erstmal gesammelt, wer macht denn eigentlich schon was? Weil wir ja sehr dezentral organisiert sind, das ist immer so ein gewisser Aufwand, also einen Aufruf gestartet, wer macht denn eigentlich schon was? Haben gemeinsam diesen Artikel verfasst, gemerkt, es sind schon ungefähr 10, 15 Gruppen aktiv. Und das hat wiederum dazu geführt, dass erstens ja, die sich bestärkt gefühlt haben, das einfach weiter zu tun, aber es auch eine Anregung war für alle anderen Communities, irgendwie nachzuziehen und sich in dem Thema zu engagieren. Und der aktuelle Stand ist, dass wir heute ungefähr 350 Geflüchtetenunterkünfte mit Internet versorgen konnten und mit circa 100 weiteren im Gespräch sind. Wir springen hier allerdings natürlich in eine Lücke rein, wo man eigentlich sagt, eigentlich ist es ja Aufgabe anderer Leute. Also es ist sozusagen eine Übergangslösung, von der wir aber finden, dass eben die Politik eigentlich hier eine Aufgabe verpasst, wo wir denken, das gehört eben zur Daseinsvorsorge, wie ich es gerade vorher dargestellt hatte, und ist eben Menschenrecht. Und deswegen kann das keine Dauerlösung sein, dass im Ehrenamt wir auffüllen, was eigentlich Aufgabe der öffentlichen Hand wäre. Darüber hinaus haben der Förderverein Freie Netzwerke 2014 gemeinsam mit dem Chaos Computer Club ein Projekt, das es auch schon seit 15 Jahren gibt, angefangen zu unterstützen, Refugees Emancipation e.V. Das ist ein von Geflüchteten für Geflüchtete selbst organisiertes Projekt, die in den Unterkünften Räume versuchen zu bekommen, in denen sie dann Internetcafés einrichten. Das ist natürlich der logische nächste Schritt. Also das eine ist natürlich erstmal zu sagen, okay, überhaupt Access. Und dann haben sicherlich sehr viele auch Smartphones oder mobile Endgeräte, internetfähige mobile Endgeräte auch dabei, aber eben nicht alle. Und deswegen ist es auch unheimlich wichtig, eben an einer Stelle auch für diese Hardware zu sorgen. Sprich, dort Rechner zu installieren und dort dann auch einen Raum zu ermöglichen, in dem nicht nur Menschen sich mit ihrer Familie in Verbindung setzen können, sondern auch einen Raum, um sich auszutauschen, über die eigene Situation ins Gespräch zu kommen und auch dort möglicherweise Projekte zu initiieren, mit denen sie eben auch ihre Situation, in der sie sind, auch nach außen wiederum darstellen und transportieren können.
Wie sieht das dann so konkret aus? Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht von Freifunkers in Berlin, die gerade einen Ablink suchen, oder von Sudden Grey, die hier einen Case-Mod gemacht hat für die Flüchtlinge, oder auch gemeinsame Installationen. Bisschen schwieriger sind solche Unterkünfte wie so ein Containerschiff hier in Hamburg, weil ja WLAN bekanntermaßen nicht so gut Metall durchdringt, auszustatten. Dort werden dann häufig nur die Gemeinschaftsräume vernetzt, weil mehr sind häufig manpowermäßig nicht oder womanpowermäßig nicht drin. Oder eben auch hier mit Refugees Emancipation, das sind die Admins aus diesen Internetcafés, die wir hier auch versuchen zu befähigen, eben selbst diese Infrastruktur aufzubauen und auch dann zu warten und zu supporten. Was behindert uns dabei? Naja, das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Die Störerhaftung ist eines der größten Hindernisse, warum es eben so wenig öffentliches WLAN gibt und warum auch wir da einspringen müssen überhaupt und die Unterkünfte oder Betreiber von Unterkünften nicht einfach selber den vorhandenen WLAN-Anschluss aufmachen können. Denn seit diesem Sommer unseres Lebensurteils 2010 haben Menschen eben Angst, ihr WLAN offen zu teilen, weil sie dafür verantwortlich gemacht werden können, was Dritte über diesen Anschluss tun, weil sie dort haften und weil sie mit Abmahnungen zu rechnen haben, die sie zur Unterlassung des Teilens des Internetanschlusses bringen sollen. Wir schauen jetzt in die oder warten sehr gespannt auf die Novellierung dieses Telemediengesetzes, also seit mehr als 2 Jahren. Die Politik hat ganz lange abgewartet, hat sehr viele schlechte Vorschläge gemacht, die die Situation im Grunde genommen nicht verbessert, sondern eher noch verschlimmert hätten. Wir haben jetzt eine Entscheidung oder eine Vorentscheidung vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof, dass es hier also nicht zu vereinbaren ist, dass der Dritte, also mit dem europäischen Recht nicht zu vereinbaren ist, dass Dritte hier verantwortlich gemacht werden. Das ist ein reines deutsches Phänomen, und dass es eben auch diese ganze Anspruch auf Unterlassungsgeschichte eben auch eigentlich nicht geht. Das ist aber erst eine Vorabentscheidung und noch keine endgültige Entscheidung. Und aktuellste Entwicklung ist, dass am 2.6. Ja der im Parlament die zweite und dritte Beratung zu diesem Telemediengesetz stattfinden soll. Wir sind mittlerweile so weit gekommen, oder die politischen Parteien haben sich mittlerweile, weil sie auch im Grunde genommen gar nicht mehr anders konnten, so geeinigt, dass sie wohl diese Haftungsfrage rechtssicher klären wollen. Aber was voraussichtlich nicht geklärt wird, ist dieser Anspruch auf Unterlassung. Wenn das nicht auch ausdrücklich weggenommen wird und geklärt wird und auch das Thema, wer trägt eigentlich die Kosten für so eine Abmahnung, nicht eindeutig geklärt wird, dann befürchten wir, dass eben sich an der Situation überhaupt nichts ändert, dass wir eben weiterhin das Problem der Störerhaftung haben, dass die Menschen weiterhin Angst haben, mit Abmahnung rechnen müssten und sich dementsprechend eigentlich nichts verbessert und die Politik sich eigentlich nur so ein bisschen bewegt hat und sich dann gerne feiern möchte, was sie ja schon in der Presse ausführlich getan hat mit wir schaffen die Störerhaftung ab, aber im Grunde genommen ist das so, wie es sich momentan darstellt, eine Mogelpackung, es sei denn, bis zum 2.6. passiert noch irgendwas sehr, sehr Entscheidendes. Und dann können wir eben nur noch auf das Urteil vom EuGH hoffen, dass es dort klargestellt wird. Das wird aber wahrscheinlich erst im Herbst der Fall sein. Eine weitere Geschichte, die uns politisch behindert, ist, dass es eine neue Richtlinie für Funkanlagen, für den Betrieb von Funkanlagen gibt, die es zukünftig schwer machen wird, freie Software auf Geräte zu spielen, denn das ist ja das, was wir tun. Wir ersetzen ja die Firmware auf WLAN-Geräten mit unserer eigenen Firmware, die eben dieses Meshing ermöglicht oder auch den VPN-Zugang beinhaltet, um eben den Traffic wegzutunneln und nicht in der Haftung zu sein. Das ist ein technisch relativ komplexes Problem. Es hat relativ viel damit zu tun, wo fängt Hardware an, wo hört sie auf? Es geht darum, dass im Grunde genommen Hersteller dafür sorgen sollen, dass nur noch zertifizierte Software auf diesen Geräten laufen soll, um Missbrauch zu verhindern. Das führt zu einem Lockdown momentan, den man hier und da schon beobachten kann bei ersten Herstellern. Also noch bevor das so richtig in Kraft ist, noch bevor das so richtig ausdifferenziert ist, diese Richtlinie, beginnen schon die ersten Hersteller, sich sozusagen vorauseilenden Gehorsam dem anzupassen. Und locken Geräte
sodass wir sie eben nicht mehr flashen können. Und wir sehen da eine ganz große Gefahr im Sinne der IT-Security, denn sehr viele Sicherheitslücken, die später rauskommen, werden von der Free-Software-Community letztendlich gepatcht und gefixt, auch wenn Geräte schon lange, lange aus dem Support der Hersteller eben rausgefallen sind. Außerdem denken wir, dass es auch Wettbewerbsproblem ist, denn auch kleinere WLAN-ISPs ersetzen ja die Firmware und auch die werden Schwierigkeiten haben, sich das zu leisten, diese Zertifizierung hinzubekommen. Noch ein neues Thema oder eigentlich kein neues, sondern ein sehr altes Thema ist die gesamte Frequenzpolitik. Wir haben ja gerade gesehen, dass die digitale Dividende, das sind die freigewordenen Frequenzen aus der DVB-T-Abschaltung, sehr, sehr günstig an die Mobilfunkbetreiber versteigert wurden, ja schon mit gewissen Auflagen verbunden, aber sozusagen hier komplett private, also nur an kommerzielle Privatbetreiber Lizenzen vergeben wurden. Und wir haben ja im Grunde genommen nur die 2,4 Gigahertz, eine ziemlich schrottige Frequenz, die in ihren physikalischen Eigenschaften eben keine hohe Durchdringung und so etwas hat. Und wo sehr, sehr viele rumfunken, das Internet of Things fängt ja jetzt auch noch an rumzufunken auf 2,4 und die WLAN-Betreiber, die kommerziellen WLAN-Betreiber und Mobilfunkbetreiber betreiben Offloading in diesem Netz. Das heißt also, sie öffnen beispielsweise die Router ihrer Kunden zwangsmäßig, gerade zuletzt Unity Media. Wenn du jetzt einen Unity Media Router hast, dann stellst du automatisch auch einen Public Hotspot zur Verfügung. Das ist total super, weil immer wenn der zur Verfügung ist, wirst du den nutzen, den WLAN-Hotspot und nicht das Mobilfunknetz, was komplett überlastet ist, im Grunde genommen belasten. Aber auch hier findet erstens, also werden erstens Kunden genötigt, Dinge zu tun und müssen aktiv sozusagen hier den Opt-out-Knopf finden, wenn sie das nicht möchten. Und auf der anderen Seite ja führt es halt zu einer weiteren Verschmutzung im Grunde genommen dieser Frequenz, denn auch da sind die Kanäle nicht besonders gut abgestimmt aufeinander, also rein technische Probleme. Und dann schauen wir auch noch ganz gespannt auf die Einführung des LTE-EU-Standards. Das bewegt sich im 5-Gigahertz-Bereich. Das ist ja der zweite lizenzfreie Bereich, in dem wir vor allen Dingen unsere Richtfunkstrecken betreiben in unseren Backbones. Dieser LTE-EU-Standard ist leider nicht so freundlich wie der WLAN-Standard. Um es mal platt zu sagen, die werden uns die Frequenz einfach dicht quatschen und dann können wir da kein WLAN mehr machen, wenn dieser Standard so kommen sollte. Und natürlich, Philipp hat es ja vorhin schon ganz gut erklärt, hier und da, oder vielleicht hören wir auch nachher noch was in dem Track zum Thema Flüchtlingshilfe in Baden-Württemberg. Die bürokratischen Hürden und der Verwaltungsdschungel ist natürlich auch etwas, was uns unheimlich behindert. Wenn man, ich nehme jetzt ein Schulprojekt machen möchte und da was installieren möchte, dann hat man es natürlich mit der Schulleitung zu tun, mit den Eltern sicherlich zu tun, die man da überzeugen möchte, dass das eine gute Sache ist, aber dann auch mit dem Schulamt, wenn es ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, dann auch noch mit dem Denkmalamt, dann hat man es mit verschiedenen Behörden zu tun. Das dauert alles unheimlich lange, bis man es denen alles vermittelt hat und man fängt im Grunde genommen jedes Mal wieder von vorne an. Es ist auch total schwierig, erstmal die Verantwortlichen zu finden. Ähnlich verhält es sich auch in der Flüchtlingshilfe. Da gibt es dann einerseits eine in Berlin beispielsweise das Landesgesundheitsamt, was im Grunde genommen die Verträge mit den Betreiberfirmen macht, wo auch drinsteht, dass eigentlich WLAN kostenfrei in den Gemeinschaftsunterkünften oder Gemeinschaftsräumen zur Verfügung gestellt werden soll. Was sie aber wiederum nicht kontrollieren oder auch sanktionieren, wenn es nicht passiert. Dann habe ich als nächstes den Betreiber, der mehr oder weniger aufgeschlossen ist, auch aus unterschiedlichen Gründen. Manche möchten dann lieber mit kommerziellen Anbietern dort, wo möglich noch sogar was verdienen, weil sie das eben kostenpflichtig zur Verfügung stellen. Oder manche haben dann auch Bedenken wegen Ruhestörung oder ach, alle möglichen Argumente, mit denen man das dann immer so zu tun bekommt. Also es ist unheimlich viel Überzeugungsarbeit häufig zu leisten in dem Moment, wo man mit Institutionen zu tun hat. Und das behindert uns unheimlich, weil das einfach total viel Kraft und Zeit kostet.
Aber trotzdem geben wir nicht auf und wir wünschen uns total viel mehr Unterstützung. Wie könnt ihr uns unterstützen? Am besten gerade hier auf der GPN seid ihr wahrscheinlich oder viele von euch sehr technisch versiert. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr bei der Firmwareentwicklung mithelft, indem ihr vielleicht auch Standorte aufbaut, indem ihr selber Router flasht oder das auch mit Menschen zusammen macht, die weniger technisch versiert sind. Es gibt aber auch über die technische Expertise viele, viele weitere Möglichkeiten, beispielsweise diese ganze Kommunikation, die Organisation, was ich gerade sagte, mit den bürokratischen Hürden da reinzugehen. Es gibt politisch einiges zu tun, wie ihr gerade gesehen habt, was ihr unterstützen könnt. Oder auch eben wie Sun Grey mal einen Case Mod machen oder einen Flyer gestalten oder viele, viele andere Möglichkeiten. Unter anderem könnt ihr jetzt genau diese Petition unterschreiben auf change.org. Da hat Christian Heise die Petition gestartet zur Stoppung der Abmahnindustrie. Die hat mittlerweile 85.000 Zeichner circa. Wir brauchen aber 100.000, um die nächste Stufe sozusagen freizuschalten und dann nochmal weiter da reingehen zu können. Und wie gesagt, es ist ziemlich eilig, weil bis zum 2.6. haben wir nur noch Zeit, dort was zu bewegen. Also bitte zeichnet das und teilt es mit anderen. Oder wir haben auch gerade zum Thema Router-Lockdown oder Firmware-Lockdown mit der Free Software Foundation gemeinsam eine Aktion gestartet, ein Joint Statement zum Thema Radio Directive, so heißt das, diese EU-Richtlinie, um eben ganz viele Gruppen zu versammeln, wie zum Beispiel der Chaos Computer Club, Le Quadrature du Net, alle möglichen Wireless Communities, WLAN Slovenia, GIFINET, also auch europaweit sind da schon joined. Wichtig ist halt zu wissen, das Thema betrifft jetzt nicht nur Wireless Communities, sondern es betrifft im Grunde genommen alle, die irgendwie mit Funk was machen. Im Grunde genommen jeden Bastler, der irgendwie mit Hardware bastelt, die in irgendeiner Weise auf irgendeiner Frequenz funkt, oder auch ja jedes Projekt, was irgendwie WLAN nutzt. Also auch die gesamte Internet of Things-Geschichte ist davon betroffen. Der Aufruf hier, wenn ihr Teil so einer Gruppe seid oder solche Gruppen kennt, sprecht sie an, dass sie auch in dieses Joint Statement zeichnen, ihr Logo da mit hinbringen und sich auf der Mailingliste anmelden und dort weitere Aktionen in diese Richtung planen. Es gibt noch Möglichkeiten, sowohl auf EU-Ebene als auch auf Landesebene da was zu machen an dem Thema, auch wenn es schon recht fortgeschritten ist. Ja, mehr Infos findet ihr unter freifunk.net und demnächst auch unter freifunk-hilft.de. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, ja, beantworte ich die gerne. Ja, also zum Teil ja, klar, ganz klar geht es da auch um Lobbyismus. Es geht aber, denke ich, auch viel um so eine angstgetriebene Kultur in Deutschland. Also so eine, gerade in der Politik, ne? Also wir sind dann schnell in diesen bei den Bedenkenträgern bezüglich Sicherheitsthemen. Es hat viel auch mit Innenpolitik tatsächlich zu tun. Es hat Grenzen in diese Bereiche. Um es mal so zu formulieren, wie viel Freiheit bin ich bereit aufzugeben für vermeintlich mehr Sicherheit oder eine vermeintliche Sicherheit? Also es ist schon sehr angstgetrieben, diese ganze Netzpolitik-Diskussion hier in Deutschland. Man muss aber sagen, glücklicherweise ist da die EU einen Schritt weiter. Also gerade was das Thema WLAN und Netze und Breitbandzugang und auch das Thema Überwachung und diese Dinge angeht, da sind also... Aber man muss da ganz genau hinschauen. Es kommt sehr darauf an, auf welchen Bereich wir gucken. Im Bereich Datenschutz sind es andere Interessensgruppen, die dort eine Rolle spielen, als im Bereich Cyber Security, als auch im Bereich jetzt offene Netze oder so. Also. Meine Frage ist noch, hat die Politik Angst davor, dass der Bürger sich solidarisiert in Interessensgruppen übers Netz?
Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, das wäre ja fatal. Dann wäre das ja, also wenn das so wäre, dann würde das ja das Ende der Demokratie bedeuten, wenn die Politiker Angst vor den Bürgern hätten. Also dann hätten wir, glaube ich, ein ganz grundlegendes Problem. Also nee, das halte ich für eine steile These. Es gibt ja das starke Argument meiner Meinung nach, dass halt die Störerhaftung notwendig ist dafür, dass so Verbrechensbekämpfung oder Ermittlung möglich ist, weil man eben loggen muss quasi, wer auf was zugegriffen hat. Gibt es da gute Gegenargumente? Also die Störerhaftung besagt jetzt nichts über Logging. Also da muss jetzt sozusagen die Dinge trennen. Die Störerhaftung sagt ja lediglich, wenn ich den gerade nicht greifen kann, der es eigentlich war, dann nehme ich halt den nächstbesten. Ja, und das ist im Zweifel der ja eigentlich nur den Zugang zur Verfügung gestellt hat. Das wäre ja so, als wenn die Stadt verantwortlich wäre für all das, haften müsste für all das, was auf den Straßen passiert. Also und zum Thema Logging, ja, da sind wir vielleicht eher in der VDS-Diskussion, also in der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung und so. Da bin ich ganz klar der Auffassung, dass das gegen meine verfassungsmäßigen Grundrechte verstößt. Danke. Ja, okay. Gut. Vielen Dank.